Der Raum ist halb rund. Heute laufen da irgendwie überall irgendwelche Figuren rum. Also es ist ziemlich lebendig da unten. Das Bild ist zwar nicht so klar wie sonst, vom Bildhaften her gesehen, aber die Lebendigkeit, die passt so zu meiner Stimmung, die ich vorhin mal erwähnt habe, dass ich eigentlich so innerlich selber so eine Lebendigkeit in mir wieder gefunden habe. Guck jetzt mal, ob ich irgendeine Tür finde. Jetzt habe ich gerade in der Runde mal geguckt, habe mir die Türen angeguckt und dann hatte ich hinten links eine entdeckt, die auch von der Optik her ein bisschen anders aussieht, also dunkler, nicht so angenehm. Und da habe ich erst so gedacht, ach, die Tür hast du ja gar keine Lust, aber dann habe ich gedacht, nee, kannst du ja auch nicht bringen irgendwie. Da steht einfach das geschriebene Wort nichts. Bereit, sie zu öffnen, diese Tür zum Nichts. Ja. Also der erste Eindruck ist, es ist alles recht dunkel, aber auch völlig vermodert. Ich bin sofort mit meinen Füßen in irgend so eine schlammige Masse getreten. Vor mir links geht gleich eine Treppe hoch. Und alles, was ich da sehe, ja, ist alles irgendwie so mit Moos und Matsche oder was weiß ich behangen. Fällt mir spontan so ein, so was weiß ich, vielleicht eine ganz alte Geschichte oder so, die ich habe vergammeln lassen. Sieht eher leider nicht lebendig, auch von der Farbigkeit her alles so ganz dunkelbraun bis fast schon schwarz, also richtig matschig, nicht so. Naja, es hat nicht mit Lebendigkeit leider nicht viel zu tun. Ich spreche da mal jemanden an, der hockt da rum, der ist genauso matschig wie alles andere, aber wartest du hier auf mich? Ja, schon ziemlich lange, sagt er. Schön, dass ich auch mal komme. Ja, siehst auch schon gut vergammelt aus. Er ist eine ziemlich hagere Figur. Man kann eigentlich nicht sagen, dass er bekleidet ist oder nackt ist. Er ist einfach, als würde er aus diesem ganzen Schlamm bestehen. Als wäre das seine Grundsubstanz. Ist das so? Bestehst du aus dieser Matsche hier? Du siehst mir irgendwie nicht aus, als hättest du irgendwie, wie ich, irgendwie Körper oder sowas. Ja, ich bin diese Scheiße Er ist eine Symbolfigur für diese Scheiße. hier so. Ja, wo kommst du her, oder was? Na, erklär mir mal die Scheiße. Wodurch bist du denn entstanden hier? Soll ich dich auch Scheiße nennen? Ja, ist dir egal, von mir aus nenn mich auch Scheiße, sagt er. Ja, wo kommst du denn her? Ja, jetzt nimmt er mich bei der Hand und meint, ich sollte mal mitkommen. Jetzt hat er wieder eine Tür geöffnet, jetzt sind wir auch wieder in irgendeinem Raum, aber da sieht's auch nicht besser aus. Wo gehen wir denn hin hier? Erklär mir das mal. Aha, ein bisschen Geduld müsste ich haben. Dir ist übel, schon ziemlich lange, aha. Ja, aus welcher Zeit kommst du? Also jetzt hat er sich plötzlich vor mich gestellt und hat so sein Kleid aus Matsche, sag ich mal, so abgezogen und darunter erschien jetzt ein Körper, der völlig mit Mullbinden eingewickelt ist, was mir schon mal in irgendeiner Session begegnet ist. Ja, aber wo kommst du her? Du bist uralt, ja. Beschreib mir das mal genauer. Mit uralt kann ich nicht viel anfangen. Das hat mit diesem Leben nichts zu tun. Aha. Aus welchem Leben kommst du denn? Aus meinem Leben davor und du musstest bis heute hinter mir hertrotteln, oder was hast du jetzt gesagt? Sag nochmal deutlich. Ey, ich hab dich was gefragt. Jetzt mach mal da nicht auf Schlapp. Jetzt liegt diese Figur in Mullbinden eingewickelt vor mir und kriegt den Mund nicht mehr auf. Was ist mit dir passiert? Wieso liegst du denn da? Du kannst nicht sprechen. Er ist total eingewickelt von oben bis unten. Ich nehme dir mal den Verband da ab, ja? Okay, kannst du jetzt sprechen? Hast du einen Unfall gehabt? Du siehst ziemlich verletzt aus. Man hat dich überfallen. Es ging alles so schnell. Wer bist du denn überhaupt? Ja, dass du ich bist, ist mir schon ganz klar, aber in welcher Form bist du ich? Wo und wann? Hey, bleib mal hier. Los, komm wieder hoch. Du bist mir schon mal in irgendeiner Session begegnet, ganz kurzfristig. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich Holländer war, ein holländischer Kaufmann in irgendeiner Stadt Ja, ich direkt am kenne Wasser. Und da habe ich auch ganz kurzfristig dich gesehen.
Bist du das? Ist das identisch damit? Du lebst nicht mehr lange. Na klasse, dann nutze wenigstens die Zeit noch, um mir das zu erklären. Ja, er ist nicht umsonst aufgetaucht, ne? Er will ja sich irgendwas zeigen. Ja, zeig mir mal deine Geschichte. Hat sie jetzt eine Tür geöffnet und dann geht er jetzt mit mir raus. Und dort war es hell, aber neblig und der war gerade draußen. Und da sehe ich nur noch irgendwie, wie er von zwei oder drei Männern da zusammengeschlagen wird. Das sind so Kapuzenleute. Das ging ruckzuck, zack, 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 und da war am Boden. Hey, einer von euch Mützenfiguren, kommt mal her. Was habt ihr gerade mit ihm gemacht? Was soll das? Er hat das verdient. Er ist ein Schwein, sagt er. Er nutzt die Menschen aus. Er behandelt die Menschen wie Sklaven. Er ist Arbeitgeber von was? Die Information ist eher so, dass er oder ich dann in dem Fall wohl dort in dem Hafengebiet, wo ich wohne, irgendwelche Leute beschäftige, aber wohl auf eine Art und Weise, die wohl sehr sklaventreibermäßig ist. Naja, und das letztendlich hier wohl auf die Spitze getrieben wurde. Was kann ich verdoppeln? Das Gehalt. Ach so. Ja, wenn du so ein Sklaventreiber bist, kannst du ja aus der Zukunft kommen, kannst du das Gehalt verdoppeln. Wo ist das Problem? Geht ja nur darum, die Szene aufzulösen. Ne? Also jetzt ich sag mal so, seit einer Minute habe ich jetzt wieder, das ist eigentlich selten, aber ich kenne das von ganz früher her, ein völlig verändertes Körperbewusstsein. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass sich im Ansatz meine Hände gegenseitig verdrehen und mir ein ganz bekanntes Gefühl ist, mein lieber Mann, das ist so schwer zu beschreiben. Mein gesamtes Bewusstsein verlagert sich in den Kopf, sodass ich den Körper bis auf die verdrehenden Hände gar nicht mehr spüre. Ja, im Grunde ist mein Körper ab Hals jetzt weg. Das nehme ich gar nicht mehr so richtig wahr. Die gesamte Bewusstseinskonzentration ist im Kopf eine unheimliche Weite. Also eine gigantische Räumlichkeit. Ich hatte das früher, ich kann mich erinnern, auch in meiner Kindheit, dass ich das Gefühl hatte, einen Raum zu sehen, alles sehr, sehr winzig wurde und ich gigantisch groß. Oder mein Bewusstsein war sehr groß und alles war unheimlich winzig klein. Ich hatte eine riesen Distanz zu den Dingen. Und so ist das jetzt auch. Und ich habe das Gefühl, der Raum hier, in dem wir beide hier sind, ist schon eine Halle. Ich sehe immer noch diese Mützenfiguren. Hey du, kannst du mich wahrnehmen da? Was ist los mit dir? Bist du noch da? Lebst du noch? Nee, irgendwie keine Regung bis jetzt. Also ich muss dazu sagen, ich sehe zwar einen Körper da liegen, aber ich habe jetzt so also keinen direkten Bezug zu diesem Körper. Also ich sag mal, ich empfinde jetzt nicht, dass ich da, ja, dass das weh tut oder sonst was. Das ist wie ein Film jetzt, ne? Ich hatte gerade schon diese ganz merkwürdige Idee, als hätte ich jetzt diesen Körper, der da liegt, als hätte ich den verlassen. Also so komme ich mir hier auch gerade vor, ne? Ja, guck mal nach da unten. Sieh mal zu, wie du dann wieder auf der Reihe kriegst. Oder guck mal nach, ob was mit dem los ist. Ja, ich meine dich. Ich sehe die jetzt auch von oben, die Jungs. Ja, ich komme da jetzt nicht runter. Mach mal, schüttel den mal an oder guck mal, was damit passiert ist. Ja, ich meine dich. Was hast du denn mit dem überhaupt gemacht da? Ja, das weiß ich, dass jemand auf der Mütze gegangen ist. Das habe ich ja gesehen. Ja, was sollst du jetzt machen? Guck mal nach, ob der gestorben ist oder ob er noch lebt. Ja, dass er sich nicht bewegt, sehe ich auch, aber guck mal genauer nach. Wie, du hast Angst, dass sie dich erwischen, wenn du noch länger da bleibst? Ey, wie bist du denn drauf? Ja, er sagt gerade, er müsste schon längst weg sein. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich hatte ja vorhin gesagt, ich sehe das alles von oben. Jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe alles von unten. Haben sie mich schon beerdigt, oder was? Also die Figur, mit der ich da spreche, die muss jetzt nicht mehr hochgucken, die guckt jetzt runter zu mir. Und ich sehe auch die Figur auf dem Boden liegen, praktisch auch so fast von unten. Ja los, jetzt guck mal nach, ob der tot ist oder nicht.
Ja, dann fühl seinen Puls oder so. Ich weiß, dass er sich nicht mehr bewegt. Er sagt, er glaubt wohl, er wäre tot. Ja, was sagst du denn jetzt dazu, dass du ihn da umgebracht hast? Das wolltest du nicht. Ja, schön, jetzt ist es aber so. Du kannst dich ja als derjenigen zu erkennen geben, der da umgebracht worden ist. Du kommst halt aus der Zukunft. Ja, dir tut das jetzt also leid. Du weißt, wer ich bin? Ja. Ich komme jetzt hierher, um das mal zu untersuchen. Und sehe euch hier, wie ihr mich hier zusammengeschlagen habt. Und möchte jetzt einfach mal wissen, wie das passiert ist und was ihr dazu zu sagen habt. Du wolltest mich nicht umbringen? Sollte ein Denkzettel sein. Aha. Ja, und nun? Was hast du jetzt vor? Oder wie denkst du, wie soll das ablaufen? Willst du ihn jetzt erliegen lassen, oder was? Also mein Körperbewusstsein verändert sich hier ständig, ja? Jetzt habe ich schon wieder ein völlig anderes Gefühl. Jetzt werde ich immer größer. Und unheimlich schwer. Ich habe das Gefühl, gleich falle ich hier durch den Boden. Also ich befinde mich jetzt unterhalb dieser Figur da. Das fühlt sich jetzt gar nicht mal so toll an. Ich komme mir vor, als wäre ich aus Blei, so schwer bin ich. Und diese Kapuzenfigur, wie gesagt, guckt mich von oben an und ich liege da unten drunter. Und mir ist schon gleich kurz schlecht, ey. Ach, scheiße. Er steht einfach nur da und guckt mich an, ne? Ich liege immer noch da, wie gesagt, auf dem Boden und er steht da, guckt mich aber jetzt an, ne? Nicht die mich als Toten da, sondern er guckt mich jetzt an. Ja, Kollege, was hältst du davon, wenn wir das irgendwie bereinigen, die Geschichte hier? Weil es fühlt sich echt scheiße an. Ich meine, du hast gerade gesagt, es tut dir leid, das sollte nicht dein Ergebnis sein. Vielleicht können wir uns ja irgendwie auf die Ebene einigen, die für alle in Ordnung ist. Wenn ich so scheiße zu euch war. Ah, jetzt hat er sogar seine Kapuze abgetan. Das ist gut. Ja, was hältst du von der Idee? Wenn wir jetzt mal alle Beteiligten hier auftauchen lassen und dann klären wir das mal. Offensichtlich habe ich euch ja so in den Arsch getreten, dass ihr stinksauer seid. Und dann haben sie dir in den Arsch gedreht und du guckst sie dir natürlich hier von unten an. Also das kann man ja mal alles klären jetzt im Nachhinein. Ein paar hundert Jahre später muss man mal bereinigen, ne? Ja, er findet das eine klasse Idee. Also das findet er ja Töfte. Das hätte er ja nie von mir geglaubt. Tja, damals war ich nicht so. Aber heute bin ich so. Und du bist aus der Zukunft gekommen, um es zu klären. Genau. Ja, er flitzt jetzt los und holt die anderen. Und da steht noch eine Figur mit Kapuze. Was hältst du davon? Von der ganzen Geschichte und von der Idee? Der nimmt die Kapuze ab und hat gar keinen Kopf, ey. Ja, der hat den Kopf verloren. Ja. Wahrscheinlich, ja, der hat am meisten zugeschlagen. So. Kannst seinen Kopf wieder aufschrauben. Ja, okay, jetzt stehen hier also unzählig viele Leute, alle in so einer schwarzen Kutte mit Kapuze, aber naja, Kapuze alle abgesetzt. Ja, Leute, ich habe euch mal hier zusammengerufen, um eine Sache zu klären, über die ihr offensichtlich stinksauer seid und die ich gerne bereinigen würde. Ja, was haltet ihr alle davon? Jubeln alle vor Freude. Ja, Leute, wo ihr gerade alle so schön hier versammelt seid, möchte ich die Gelegenheit einfach mal wahrnehmen, vorweg, weil mich das einfach interessiert aus Neugier, was hier eigentlich abgelaufen ist, warum ihr so sauer auf mich seid. Ich sag mal, der Hinweis hier, Sklaventreiber und so, ist mir ein bisschen zu oberflächlich. Ich wüsste da gerne ein bisschen was Genaueres. Ihr arbeitet für mich, aha. Präsentiert mir doch mal so ein Beispiel. Ich sehe mich gerade so innerhalb dieser für mich arbeitenden Leute und die Situation läuft so ab, um es kurz zu sagen, naja, ich ranz die ziemlich an, so, also so nach dem Motto, wie, du willst nicht arbeiten oder du willst nicht die und die Leistung bringen, dann setze ich dich vor der Tür. Und dann hat sich das. Und das in einer Situation, wo die Leute so gut wie keine Arbeit haben. Und wenn ich ihn vor die Tür setze, dann wäre mit seiner Existenz vorbei. Und genau das nutze ich da gerade mal aus.
Also alles läuft so nach dem Schema ab, so sieh zu und alles andere interessiert mich nicht. Es fühlt sich echt so an, als wäre ich sowas von egoistisch und ich bezogen, dass ich also wirklich nach dem Motto verfahre, ja, meine Belange und ich habe nun mal hier die Macht in der Hand, das ist euer Pech und fertig, ja? Was machst du hier mit den Leuten? Wie geht mich ein Scheißreg an? Also mal ganz locker hier. Ich bin du und du bist ich, also ich kann mich schon für mich interessieren. Ja, also ist er derjenige, der dir dein Karma aufbaut, was du vielleicht heute ausbaden musst, Ganz gell? genau. Meinst du nicht, dass du das hier ein bisschen übertreibst? Dich interessiert das scheinbar nicht hier, was mit den Leuten ist. Was? Ist jemand wichtiger als du? Wie bist du denn drauf? Du hast nun mal die Macht. Und wer die Macht hat, darf dann auch. So wäre nun mal die Natur. Aber der hat dummerweise auch dann die Konsequenzen da zu tragen. Das heißt, der kommt das nächste Mal in die Ohnmacht und so weiter. Das müssen wir mal checken. Natürlich hat er jetzt die Macht, aber er hat auch alle Konsequenzen davon. Das haben wir ja vorhin gesehen, wie die ausgesehen hat. Dann Ich meine, ich stehe jetzt hier aus der Zukunft vor dir und ich kann dir ja mal, oder ich präsentiere dir das Beispiel, was das Ergebnis deiner Machtspielchen ist. Ja, das möchtest du mal sehen, hast du das vorhin nicht mitgekriegt, warst nicht zufällig dabei oder was? Das hat kräftig was auf den Deckel gegeben. Und da hatte sich das erledigt. hast du eher die Macht gehabt, aber die anderen haben dich durchgesetzt. Und es ist auch wieder Karma aufgebaut und so weiter. Aber die wollen es jetzt abbauen und da müsst ihr ein bisschen mitspielen. Und wenn wir mal von Karma ausgehen, dann kann ich dir ja mal im heutigen Leben zeigen, wo das. Dann nimm ihn nochmal mit in dein heutiges Leben, wo es da eine Wechselwirkung vielleicht sogar gibt. Ja, komm mal mit. Guck dir mal das heutige Leben von uns beiden an hier, von dir. Und da sieht die Welt nicht mehr so lustig aus. Von wegen Macht und Tralala. Ja klar, fühle ich mich jetzt gut, aber was hat das auch an Arbeit gekostet? Du bist ja vielleicht lustig. Das hatte gar nichts mit Macht. Und letztendlich ist ja in Ordnung, du hast gelernt, er hat gelernt, aber jetzt muss im Spielchen mal Schluss sein. Darum geht's doch, ne? Sonst hängt dein Energiebild immer noch in der Matsche. Das ist wieder in die Versöhnung zu bringen. Wenn du das jetzt hier so siehst, was sagst du denn dazu? Ich meine, gefällt es dir dann immer noch so, da diese Machtspielchen zu treiben? Ich meine, letztendlich schnupper doch mal in die Weisheit von heute. Das hat doch gezeigt, dass derartige Ego-Spielchen erstmal zu nichts führen und oder nur zu negativen Dingen und dass zweitens das Wissen, dass wir alle eher Hand in Hand arbeiten könnten, doch viel interessanter ist, oder? Und es fühlt sich doch auch besser an, oder? Ja, meinst du nicht auch? Er sagt, ja, fühlt sich gut an, aber so wie ich hier mache, habe ich mehr Kohle, sagt er. Ja, nur wie lange hast du die Kohle gehabt, bis du was auf der Mütze gekriegt hast? Er könnte jetzt natürlich clevererweise sagen, ja, weil ich mich so verhalten habe, hast du eine bestimmte Entwicklung gemacht und du freust dich heute drüber. Das wäre das beste Argument. Ja, klar, das könnte er natürlich sagen, richtig, dass ich ihm das zu verdanken hätte. Gut, dann könntest du ihm natürlich wieder sagen, ja, deshalb bist du jetzt auch zurückgekommen, um ihn auch nochmal zu erlösen, ne? Damit er nicht einen auf den Deckel kriegen muss, weil das Wissen darum, die Weisheit habt er ja trotzdem. Dann könntest du Frieden reinbringen in die Geschichte. Naja, können wir ein schönes Mittelding draus machen. Du hörst mit deinen Scheiß da auf und ich gebe dir das Wissen von heute. Genau, kann er vielleicht trotzdem Kohle machen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wer weiß. Guck dir doch mal den Arbeiter da an. Ich meine, hast du nicht irgendwie das Gefühl, dass der auch irgendwelche Bedürfnisse hat? Das ist auch ein Mensch, der hat genauso Gedanken und Wünsche wie du auch. Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, wenn man die befolgt. Es ist eine durchweg gesündere Sache als auf der Ebene, wie du hier verfährst. Na, was hältst du davon? Er scheint also damit einverstanden. Ich sehe mich aus der Zukunft neben ihn stehend als farbig und er mit seiner Geschichte ist ja eigentlich nur in Grautönen Oh gelagert. ja. Ja, ich denke, es ist eigentlich okay. Also es lief jetzt so ab, dass erst die Farbe lief und dann ist er in mich hineingegangen. Praktisch schon nach dem Motto, wir tun uns zusammen, hat sich in mir integriert und wir sind dann, er hat auch während dieses Prozesses seine Gräulichkeit verloren und hat sich in mir zusammen mit der Farbe vereint.
Ich habe immer die ganze Zeit so eine Werkshalle gesehen, wo eben diese Menschen gearbeitet haben für mich. Das alles war dann auch alles bunt und plötzlich waren sie auch alle völlig fröhlich. Dann haben wir eine Party gemacht. Und vor allen Dingen, was irgendwie mir aufgefallen war, es kam auch plötzlich die Dinge in dieser Werkshalle. Normalerweise vom Kopf her sagt man, eine Werkshalle ist alles immer schmutzig und ölig und tralala. Also das war da plötzlich nicht. Also mir führten sich also auch so Sachen vor Augen wie Werkzeuge oder sonst was, die waren alle plötzlich sauber und blitzeblank, ne? Also alles war auch sehr farbig und vor allen Dingen auch sauber und ja, eben alles blank und schön und wertvoll und sauber und bunt. Gut, was machen die beiden Kapuzenmänner jetzt? Nee, der liegt nicht mehr da, der steht jetzt und unterhält sich mit den Kapuzenmännern und ja, die trinken sogar ein Bierchen zusammen. Ja, und lachen und unterhalten sich. Das müsste sich ja jetzt sogar auf dein Leben heute auswirken. Ja, komm mal jemand her, der mir in der Lage ist oder in der Lage ist, mir zu zeigen, wie sich die Auflösung von diesem Karma hier auf mein heutiges Leben auswirkt. Wer bist du denn? Du siehst ja lustig aus. Was ist denn das für ein lustiger Anzug, den du da anhast? Was sind das für Kugeln? Das sieht aus wie Lottokugeln. Ja, ich glaub's ja nicht. Ist es sowas wie, als ob du Lotto gewonnen Ja, hättest? so ungefähr. Ja, was sind das für Kugeln? Die sehen aus wie Lottokugeln. Kleine weiße Kugel mit Zahlen drauf. Also du hast dich gerade gemeldet als jemanden, der mir zeigen könnte, wie sich das auf mein heutiges Leben auswirkt. Er sagte mir gerade, dass sein Aussehen, seine eigentlich undefinierbare Optik Symbol für Vielfältigkeit ist. Alles erreichen oder alles haben können. Er würde eben alles beinhalten, so. Er sagte, es würde an nichts mangeln. Er sagt gerade zu mir, ihn hätte es schon immer gegeben in meinem Leben, ich hätte das nur nicht begriffen. Er hat mich auch gerade nochmal darauf hingewiesen und ich meine, er hat da recht, ich weiß, ich hatte schon manchmal den intuitiven Hinweis darauf, dass in meinem Leben eigentlich alles vorhanden ist. Dass es eigentlich vom Potenzial her an nichts mangelt. Dass dieses Grundpotenzial im Grunde schon immer da gewesen ist. Diese intuitive Information habe ich hin und wieder schon mal in mir gehabt. Er sagt auch gerade, er wäre eigentlich schon immer da gewesen. Ja, und ist es so, dass du jetzt unblockiert dich entfalten kannst? Ja, er sagt ja. Was denn dafür notwendig, diese alte Past-Life-Geschichte, Karma-Situation oder was auch immer, aufzulösen? Doch, er macht mir schon verständlich, dass das schon sehr wichtig war. Ja, er gibt mir zu verstehen, dass er jetzt dadurch, durch die Auflösung, sich, ja, dass er viel mehr Freiraum spürt und dass er sich jetzt entfalten kann. Wäre das auch passiert, nur durch Anschauen? Oder wahrnehmen, aha, so war's. Oder ist gerade das, was wir machen, diese Veränderung so entscheidend? Ja, was sagst du dazu? Hast du doch jetzt mitgehört. Naja, also er gibt mir die Information, dass das Verändern schon sehr wichtig wäre, weil dadurch letztendlich eine Blockade auch aufgelöst wird. So nach dem Motto, was nutzt mir das Anschauen, wenn ich es nicht beseitige? Was nützt mir das Wissen, dass ich scheiße bin, wenn ich nicht versuche, besser zu werden? Doch, also die Information ist eigentlich jetzt ziemlich deutlich rübergekommen, dass das wichtig ist. Aber diese Körperveränderung vorhin, das war ja interessant, wa? Also im jetzigen Moment ist alles wieder easy, also alles normal. Man hatte dann auch das Gefühl, ich hätte mich, ja, wie man immer so schön sagt, wenn jemand stirbt, verlässt die Seele seinen Körper. So dieses Gefühl hatte ich auch, ne? So weg. Dieses komische Körpergefühl von wegen nur noch im Kopf sein und alles sehr groß wahrzunehmen. Ich kannte die nur aus der Kindheit. Und zwar immer dann in Phasen, wenn, ja, manchmal, wenn ich Angst hatte, wenn ich mich sehr unwohl und ängstlich fühlte oder auch allein gelassen fühlte, dann hatte ich dieses Gefühl, wenn ich dann abends im Bett lag oder so, und dann in einer Sekunde war das da. Hätte ich nicht geglaubt, dass mich das nochmal irgendwie erreicht hat.